und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von der Inselbauhof. In der letzten Folge haben wir hier einen Baum gestutzt, damit die LKW hier nicht hängen bleiben oder irgendwelche Unfälle passieren. Dazu müssen wir einmal hier ein bisschen Platz schaffen. Muss mal gucken, ob wir das hinterher noch irgendwie entsorgt bekommen. Was ich noch irgendwie hier cutten. Ja, stimmt. Das macht Sinn. Das machen wir dann mal eben auch noch. Plus, wo ist es denn? Hier. So. Das ist doch schön. Dann stört das auch niemanden. Das liegt dann hier rum und ja, ist zur freien Abholung verfügbar. Bisschen Brennholz. Gut, so, jetzt können wir endlich weiterfahren. Hier mit dem MAN-TGS. Ihr seht, das passt ja auch hervorragend. Und da können wir dann jetzt gleich einmal anhalten und den Kran abladen. Dann haben wir auch alle Fahrzeuge hier vor Ort, die wir benötigen. Und dann geht es jetzt weiter mit dem Abladevorgang. Nachdem wir natürlich Taste L gedrückt haben, um die Spanngurte zu entfernen. So, okay. Wisst ihr, was ich mich seit der letzten Folge frage? Und zwar, wo sind die Autos? Warte, habt ihr das gesehen? Da vorne ist doch gerade was hergefahren. Da waren doch gerade Autos unterwegs. Tatsächlich, da war doch was. Wir haben es gesehen, da war irgendwas, da war ein Fahrzeug. So, Rundumleuchte an. Und jetzt müssen wir ganz vorsichtig runterfahren. Ich hoffe, das klappt auch ohne Unfall. Da ist ein Auto! Wie geil ist das denn? Da ist noch ein zweites. Jetzt kommen die aber hier plötzlich in Scharen. Dass ich das ja noch erleben darf. In der letzten Folge... Wo kommst du denn her? Wo kommt dieser Typ her? Könnt ihr mir das mal erklären? Hinten ist doch alles abgesperrt. Und jetzt ist dieser Typ einfach hier. Wo kommst du her? Bist du dran vorbeigefahren? Ich will doch hier einfach abladen. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt einfach rückwärts gefahren und hätte den gerammt. Jetzt müssen wir hier natürlich wieder ziemlich aufpassen. Mensch, 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 das sind genau die 5 Meter, die ich brauche. Ja, gut. Erst beschwere ich mich drüber, dass der Verkehr nicht mehr da ist. Und jetzt ist er leider in, ja, doch großer Stückzahl vorhanden. So, wir probieren mal kurz hier einzuparken. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Es könnte klappen, es könnte aber auch nicht klappen. Da gucken wir mal. So, vorsichtig, 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 ich glaube, ja, das ist eng, ja, wir haben es tatsächlich ohne größeren Kratzer geschafft, hier wieder einzuparken, das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, krass. Das ist sehr gut. Prima. Dann werden wir jetzt Folgendes machen. Wir fahren den Kran einmal hier aufs Gelände. Erstmal packen wir den ein bisschen an die Seite. Wir wollen ja die Schilder... Ach Mensch, jetzt habe ich schon wieder ein Schild umgefahren. Wir wollen ja die Schilder nicht umfahren, wollte ich sagen. Was machen wir? Wir fahren die Schilder natürlich um. Top. Sehr gut. Bleibt doch stehen. Gut, das legen wir dann jetzt erstmal hier an die Seite. Ich freue mich schon auf den Landschaftsgärtner-Teil. Da können wir nämlich dann hier anfangen mit den Dekorationen. Das wird, denke ich mal, ziemlich schick. Fahren einmal kurz hier über die Wiese. Und können dann hier auch anhalten. So, jetzt haben wir nur ein kleines Problem. Und zwar werden wir jetzt hier eine Platte hinsetzen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo ist eine möglichst gerade Fläche. Ich würde vorschlagen, das ist hier so die geradeste Fläche, die ich gerade finden konnte. Weil jetzt müssen wir nämlich in den Shop auf Bauen. So, huch, wo sind wir? Hier. Und natürlich könnten wir jetzt mit dem Landschaftsbau auch nochmal ein bisschen was anpassen. Können wir gerne mal probieren. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu groß. Aber das ist eigentlich so eine ganz gute Geschichte. So. Also ihr seht, es passiert ganz leicht etwas. Ihr
Jetzt konnte man das gerade ganz gut sehen. Ihr merkt, das ist halt alles so ein bisschen anders. So, hier sieht man das sehr, sehr krass, aber das ist jetzt gar kein Problem, weil das Wichtigste hier ist erstmal, dass hier die Fläche gerade ist. So, das ist das Wichtigste. Jetzt gehen wir aber den nächsten Schritt. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, das befindet sich hier. Hier haben wir Bauklötze als Mod. Das schaut dann einmal so aus. Es gibt so einzelne Bauklötze, es gibt aber auch sehr große Bauklötze. Und das hier sind diese Platten, von denen ich sprach. Wir können natürlich auch hier einen sehr, sehr großen Bauklotz hinsetzen. Vom Emergency Pack können wir natürlich auch ein defektes Auto hier hinsetzen. Aber das wollen wir gar nicht. Wir wollen jetzt hier tatsächlich eine größere Platte hinsetzen. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir da am besten als Bodenplatte nutzen. Ich finde, das ist eigentlich gut. So. Ja. Ich muss das Terrain selbst ebnen. Jo. Das könnte man machen. Müssen wir jetzt aber nicht unbedingt. So. Jetzt gucken wir einfach mal, weil hier haben wir gerade leider keine andere Möglichkeit, diese Platte sonst zu setzen. Mit dem Kran ist es nicht möglich. Das muss schon fest im Boden verankert sein. So. Okay. Ihr seht, die ist gesetzt. So, jetzt müssen wir Folgendes machen. Das sieht jetzt natürlich hier nicht so schön aus. Und auch hier haben wir jetzt das Problem, dass wir hier jetzt in das Betonfundament die Steinchen reinpacken müssen. Damit das auch alles so ein bisschen schöner ausschaut, gehen wir jetzt in den nächsten Schritt. Und zwar machen wir nicht Flatten Ground, sondern wir öffnen einmal das Menü. Das war das falsche Menü. Mal ganz kurz gucken, welches das war. Enable Terraform, ja. Toggle Mode, so. Paint Ground, okay. Und hier sorgen wir dafür, dass das mal kurz wieder alles gleichmäßig ausschaut. So. Das haben wir fast geschafft. Und dann können wir gleich auch direkt weitermachen, indem wir beim Bauhof die Steine holen. Weil ich hätte jetzt natürlich diese Platte auch irgendwie transportieren können, aber irgendwie auch nicht. Das ist halt alles nicht so einfach hiermit. Und deswegen machen wir das einmal so. Und ich finde, das kann sich auf jeden Fall auch sehen lassen. Huch, was rennt denn daher? Ach, das ist ein Reh. Ich dachte gerade, das wäre ein Hund. Krass. So. Und der Vorschlag. Sag mal. Der ist doch frisch gegossen. Renn da doch nicht rum. Rennt der erstmal gegen unseren Radlader. Gegen unseren Bulldozer. Ich krieg zu viel. So, und eine Überlegung wäre, dass wir, lass uns mit dem hier fahren. Wir fahren damit zum Bauhof. Zum Inselbauhof. Und anschließend holen wir uns dort so einige Steine. Dazu holen wir uns aber auch nochmal von Fliegel einen Tieflader. Ich glaube, das ist ganz gut. Dann passt das auch. So, die Autos kommen da jetzt zum Glück nicht vorbei. Ich glaube, das können wir auch erstmal noch so ein bisschen lassen, dass da gesperrt ist. Einfach während dieser Bauarbeiten. Da müssen wir sehr viel manövrieren. Das macht dann nicht so viel Spaß. So. Okay. Da ist mal wieder ein PKW. Huch. Und dann fahren wir hier mal aufs Betriebsgelände. Und laden sofort einmal auf. Wir müssen hier leider den modstarken Bauer mit nutzen, weil sonst ist das leider nicht so einfach umsetzbar, weil die Betonklötze, die haben leider keinen Punkt, womit man mit dem Kran diese Teile dann aufladen kann. Das ist die Problematik. So, zuallererst holen wir uns noch mal kurz einen Trailer. Oder haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Nein, das ist zu klein. Das wäre eine Möglichkeit, aber nein, auch nicht.
Nee, das nehmen wir nicht. Okay, dann gehen wir auf Tieflader und nehmen hier den Fliegel. Das passt. So. Dann werden wir jetzt einmal hier drehen und diesen Fliegel dann ankoppeln. So, okay. Jetzt fahren wir mal eben ein paar Meter. Und Umleuchte können wir von mir aus schon mal anschalten. Sieht einfach irgendwie geiler aus. Nein, komm, lass mal aus. Und jetzt kaufen wir genau diese Bausteine, die ich da eben euch gezeigt habe. Unter Sonstiges waren die, genau. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Das ist ein einer Teil. Das können wir auf jeden Fall auch. Der Händlerbereich kann nicht verändert werden. Ach so, okay. Weil ich den Händlerbereich dahin gemacht habe. Stimmt. Das macht ja Sinn. Dann stellen wir das hier einmal hin. Ich würde hiervon in Summe 5 Stück kaufen. Wir werden einige davon benötigen. Oder komm, wir kaufen 6 Stück. Als nächstes, das ist jetzt für die Innenwände. Wir brauchen natürlich auch etwas größere Bauklötze. Das machen wir dann einmal so. Davon kaufen wir auch 6 Stück. Und von den normalen Bauklötzen brauchen wir auch noch ein paar. Weil wir wollen ja auch eine gewisse Stabilität reinbringen. Und ihr seht, ihr könnt dann den Bauklotz hier oben, habt ihr das gesehen? Ganz normal draufpacken. So sieht das dann aus. Der kann sich dann hier. Wartet. So. Den kann man dann hier befestigen. Und dann ist das auch stabil. So, jetzt fahren wir nochmal kurz einen Meter dran. Und laden das dann mal eben auf. Also, wie gesagt, das müssen wir leider mit der Hand aufladen. Auch wenn das komplett unrealistisch ist, ich weiß. Aber eine andere Möglichkeit haben wir da gerade leider nicht. Ist schon umgekippt. Top. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das überhaupt alles hier drauf passt. Ich glaube nicht. So. Also ihr seht, das wird uns noch ein bisschen beschäftigen, das Projekt. Weil das sind doch Bauarbeiten, die kann man nicht mal eben in einem 10-Minuten-Video machen, sondern das muss man schon umsetzen in ein paar Videos. Aber eventuell kann ich ja noch einen Praktikanten mit hier mitwirken lassen. Wer von euch hätte denn mal Bock, Praktikant zu sein? Bin gespannt, was ihr mir Schönes mitteilt. So, und dann kommt das andere hier hin. Ja, krass, dann sind wir ja gleich schon voll. Da müssen wir mal gucken, ob wir noch andere Möglichkeiten haben, das zu transportieren. So. Ja, krass. Dann machen wir das einmal zu. Und hoffen, dass das nicht runtersegelt. Das wäre ganz gut. Alternativ, ja, ist das sonst. Was habe ich eigentlich gerade gesagt? Was habe ich gerade gesagt? Ja, das war ein Satz mit X. Das fällt alles wieder runter. Da müssen wir mal gucken. Sonst wäre eine andere Möglichkeit, dass wir uns das direkt dorthin liefern lassen. Jetzt müsste ich aber mal schauen, ob wir dann ganz langsam anfahren. Langsam habe ich gesagt. Oh Gott, oh Gott. Drehen die Reifen hier leicht durch? Nee, sieht nur so aus. Also es ist schon ein bisschen komplexer, wie ich finde. Es ist nicht so einfach, das zu transportieren. Da müssen wir halt, wie gesagt, echt mal gucken, ob das einen Unterschied macht, ob man die nicht vielleicht hier so in den LKW packt, weil das sind schon ziemlich große Steinchen.
Komm, kipp bitte nicht um. Ich habe so ein bisschen Schiss wegen dem Stein, der da links so auf halb acht liegt, dass der uns gleich hier runter segelt. Weil 15 km/h ist natürlich keine geile Geschwindigkeit hierfür. Aber nun ja, wir schauen mal. Ihr werdet es dann in der nächsten Folge erfahren, ob dieser Transport hier ohne weitere Probleme klappt. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Folge von der Insel Bauhof wieder. Vielen Dank fürs Zusehen, wenn dir das Video gefallen hat. Drück gerne auch auf den Abonnieren-Button, wenn du es noch nicht getan hast. Glocke aktivieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dahin, euer Benny.